Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. In diesem Video werden wir uns mit den Grundlagen der Komponente Materialwirtschaft in SAP ERP beschäftigen. Wie auch in der Komponente Vertrieb werden wir mehrere Videos benötigen, um verschiedene Details der Komponenten zu beleuchten. In diesem ersten Video werden wir nun die Organisations- und Stammdaten sowie den Prozess, den Global Bike im Bereich Materialwirtschaft durchführt, analysieren. Den Einstieg in die Komponente machen wir wieder anhand eines BPMN-Prozesses. Den BPMN-Prozess, um den es geht, sehen Sie hier. Das ist der Prozess, den Global Bike verwendet, um Materialien zu beschaffen. Insbesondere ist das auch genau der Prozess, den Sie später im Praktikum durchführen werden, im Rahmen der Fallstudie. So, aus welchen Schritten besteht dieser Prozess? Der Prozess startet, indem festgestellt wird, dass ein Materialbedarf besteht. Das betrifft verschiedenste Materialien, das kann Handelswaren betreffen, aber auch Rohstoffe, die für die Produktion notwendig sind. Falls so ein Bedarf besteht, wird als erstes eine sogenannte Bestellanforderung, die hier mit BANF abgekürzt ist, erstellt. Die Aufgabe der Bestellanforderung ist es, die Informationen über Bedarfe, die beschafft werden müssen, über die Module zu transportieren. Also so eine Bestellanforderung kann aus verschiedensten Prozessen ausgelöst werden. Das kann zum Beispiel aus dem Produktionsprozess sein. Produktionsprozess kann einen Bedarf an einem Rohstoff erzeugen oder auch aus dem Kundenauftragsprozess. Der Kundenauftragsprozess kann einen Bedarf zum Beispiel an einer Handelsware erzeugen. Die Bestellanforderung stellt also die Information dar, dass ein Bedarf vorhanden ist, der gedeckt werden muss. Im Rahmen des Praktikums werden Sie die Bestellanforderung einfach manuell erstellen. Sobald eine Bestellanforderung vorhanden ist, ist der nächste Schritt die Auswahl der Lieferanten. Zur Auswahl des Lieferanten gibt es in SAP ERP verschiedene Varianten. Wir werden im Rahmen der Vorlesung zu den Details der Komponente MM auch noch weitere Varianten kennenlernen. Die Variante, die hier durchgeführt wird, ist das Einholen von Angeboten von verschiedenen Lieferanten und die Lieferantenauswahl basierend auf diesen Angeboten. Also der nächste Schritt ist das Einholen von Angeboten und basierend auf diesen Angeboten erfolgt eine Auswahl des Lieferanten. Dieser Auswahlprozess, der hier durchgeführt wird, ist recht aufwendig. Den würden wir im Normalfall nur durchführen, wenn kein Lieferant für ein Material bekannt ist. Aber darauf werden wir in den Details der Komponente noch weiter eingehen. Nachdem ein Lieferant ausgewählt ist, wird eine Bestellung aufgegeben. Die Bestellung wird an den Lieferanten versendet. Der Lieferant wird irgendwann die bestellten Waren liefern. Sobald die Waren geliefert werden, wird ein Wareneingang gebucht. Nach der Buchung des Wareneingangs erfolgt die Rechnungsprüfung. Und nachdem die Rechnung geprüft wurde, schlussendlich die Bezahlung der Rechnung. Der Prozess ist damit abgeschlossen, die bestellten Materialien sind erhalten und wurden bezahlt. Als nächstes analysieren wir jetzt, welche Organisations-, Stamm- und Bewegungsdaten in der Komponente MM relevant sind. In Bezug auf die Organisationsdaten kommt jetzt gar nicht mehr viel Neues hinzu. Die meisten Organisationsdaten haben wir schon kennengelernt in der Komponente Vertrieb. Auch in der Komponente Materialwirtschaft ist wieder der Mandant als übergeordnete Organisationseinheit. Die Buchungskreise, die eine abgeschlossene Buchhaltung darstellen und in dem Beispielsystem die beiden Tochterunternehmen Global Bike Germany und Global Bike in den USA darstellen. Die Werke, die Standorte des Unternehmens sowie Lagerorte relevant. Hinzu kommen noch zwei neue Organisationseinheiten, die sich direkt auf den Einkauf beziehen. Das ist zum einen die Einkaufsorganisation. Eine Einkaufsorganisation wird dafür verantwortlich sein, den Einkauf für ein Werk oder auch einen Buchungskreis oder sogar global zu organisieren. Und innerhalb der Einkaufsorganisation gibt es nochmal Einkäufergruppen, die
ja, für bestimmte Materialien zum Beispiel im Einkauf zuständig sind. Also die Organisationsdaten haben wir weitestgehend schon gesehen. Was ist an Stammdaten relevant? Ganz klar ist, es geht um das Modul Materialwirtschaft. Somit wird auf jeden Fall auch das Stammdatum Material relevant sein. Das Material ist ein sehr zentrales Stammdatum. Das werden wir in jeder Komponente wieder sehen. Außerdem brauchen wir Lieferanten, die uns diese Materialien liefern. Also wird das Stammdatum Lieferant oder Kreditor relevant werden. Des Weiteren gibt es noch zwei Stammdaten, die wir auch im Vertrieb schon gesehen haben. Das sind die Konditionen und Nachrichten. Konditionen werden in diesem Fall Einkaufskonditionen sein. Nachrichten sind die Nachrichten, die mit den Lieferanten ausgetauscht werden. Diese Stammdaten sind relativ offensichtlich. Hinzu kommt noch ein weiteres Stammdatum, das notwendig ist im Rahmen der Lieferantenauswahl. Das ist der sogenannte Einkaufsinfosatz. Den Einkaufsinfosatz habe ich hier in dem Miro-Board mit Absicht über den Lieferanten und Materialien platziert. Der Einkaufsinfosatz, werden wir sehen, stellt die Verbindung zwischen einem Lieferanten und einem Material her und wird im Rahmen der Lieferantenauswahl verwendet. Damit fehlen jetzt noch die Bewegungsdaten in unserer Übersicht. Welche Bewegungsdaten gibt es in der Komponente Materialwirtschaft? Eine Reihe davon haben wir im Rahmen des Prozesses schon erwähnt. Es gibt zum Beispiel den Bedarf, der schlussendlich dafür verantwortlich ist, dass der Einkaufsprozess ausgelöst wird. Es gibt die Bestellanforderung, abgekürzt BANF, die den Bedarf durch die Komponenten transportiert und somit auch eines der zentralen Dokumente, die den Einkaufsprozess auslösen darstellt. Es gibt Angebote. Es ist jetzt schwierig, mit dem Begriff Angebot zwischen einem Lieferanten- und einem Kundenangebot zu unterscheiden. In der englischen Sprache ist das etwas einfacher. Da hat man die Unterscheidung zwischen einer Sales und einer Purchase Order. Im Allgemeinen ist es aus dem Kontext auch klar, von was wir reden. Ich habe jetzt hier auch nochmal in Klammern dazugefügt, Lieferantenangebot. Also es geht jetzt um ein Lieferantenangebot. Sie werden sehen, das ist ein anderes Bewegungsdatum als das Angebot, das wir im Kundenauftragsprozess in der Komponente SD angelegt haben. Außer dem Lieferantenangebot gibt es natürlich auch die Lieferantenbestellung und dazu irgendwann Lieferantenrechnung. Was jetzt noch fehlt, was wir auch im Rahmen dieses Prozesses, dieses Prozessmodells noch nicht besprochen haben, ist ein Bewegungsdatum, das wir jetzt uns detaillierter analysieren werden in der Komponente MM. Das ist der Materialbeleg. Der Materialbeleg ist das Bewegungsdatum, mit dem festgehalten wird, dass eine Materialbewegung erfolgt ist. Und eine Materialbewegung, werden wir sehen, erfolgt an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auch beim Buchen des Wareneingangs. Das Buchen des Wareneingangs wird einen Materialbeleg erzeugen und darauf werden wir später noch eingehen, dieser Materialbeleg wird gleichzeitig auch wieder eine Buchung im Finanzwesen auslösen. Damit haben wir jetzt uns einen Überblick verschafft über den Prozess, den Sie im Praktikum durchführen werden und über die Organisationsstamm- und Bewegungsdaten, die es in der Komponente Materialwirtschaft gibt. Bevor wir jetzt die Organisations- und Stammdaten uns in diesem Video im Detail angucken, noch einen Überblick darüber, welche Funktionen die Komponente Materialwirtschaft zur Verfügung stellt. Die Hauptfunktion der Komponente Materialwirtschaft ist die Abbildung des Einkaufsprozesses, der Einkaufsabwicklung oder Englisch Procurement-to-Pay-Prozess. Alles das, was mit der Einkaufsabwicklung zusammenhängt, sehen Sie in der Grafik hier dargestellt. Das fängt an mit den Stammdaten für das Material, Lieferanten und Konditionen, die gepflegt werden müssen. Das geht weiter über
Bedarfsplanung für Materialien, die Bestellanforderungen und die Lieferantenauswahl. Und auch diese Schritte haben wir schon gesehen, beinhaltet natürlich auch die Bestellung, die Rechnungsprüfung und die Zahlungsabwicklung. Darüber hinaus bietet die Komponente Materialwirtschaft Funktionen, um Warenbewegungen abzubilden. Also es gibt zum Beispiel Funktionen für Wareneingänge, es gibt Funktionen für Umlagerungen innerhalb des Werkes oder auch Funktionen, um Sperrbestände zu definieren, also Bestände, die gesperrt sind, nicht für zum Beispiel den Verkauf zur Verfügung stehen. Und den dritten Teil bieten Funktionen zur Warenbewertung. Da gibt es die Bestandsführung, Materialbewertung und Inventur. Von diesen werden wir uns nur die ersten beiden, die Bestandsführung und die Materialbewertung, anschauen. Die Inventur lassen wir im Rahmen dieser Vorlesung außen vor. Damit haben wir uns jetzt den Überblick über die Komponente Materialwirtschaft verschafft und werden jetzt im nächsten Schritt uns im Detail die verschiedenen Organisationsdaten anschauen. Im Bereich Organisationsdaten ist das meiste schon bekannt. Wie wir in der Komponente Vertrieb schon gesehen haben, ist die oberste Ebene der Organisationsdaten der Mandant. Der Mandant bildet in unserem Fall den Konzern Global Bike ab. Unterhalb des Mandanten gibt es eine Reihe von Buchungskreisen. Auf Ebene des Buchungskreises haben Sie gesehen, haben wir gelernt, gibt es eine abgeschlossene Buchhaltung. In unserem Beispielsystem gibt es zwei Buchungskreise, nämlich Global Bike Incorporated, das ist der Buchungskreis US00, und den Buchungskreis DE, der eben das Tochterunternehmen Global Bike Germany abbildet. Weiterhin gibt es verschiedene Standorte. Standorte sind in der Organisationsstruktur als Werke dargestellt. Diese Werke können verschiedene Rollen haben. Wir haben zum Beispiel Distributionswerke, wie das Werk in Hamburg, Miami oder San Diego, und eben auch Produktionswerke, wie zum Beispiel das Werk in Dallas und in Heidelberg. Zu jedem Werk gibt es eine Reihe von Lagerorten. An den Lagerorten werden die Materialien gelagert. Wir sehen hier, dass es zum Beispiel in Hamburg Handelswaren, Fertigerzeugnisse und Lagerorte für Sonstige gibt. Auf der rechten Seite in diesem Bild habe ich Ihnen jetzt auch noch mal einen Screenshot aus dem Customizing, also den Grundeinstellungen des SAP-ERP-Systems mitgebracht. Und man sieht hier eben, welche Lagerorte für das Werk HD00 bzw. für das Werk HH00 gepflegt sind. HD00 steht für das Werk in Heidelberg, HH00 ist das Werk in Hamburg. Und Sie sehen, dass für das Werk in Heidelberg 5 Lagerorte, nämlich Finished Goods, Miscellaneous, Returns, Raw Materials und Semi-Finished Goods gepflegt ist. Für das Werk in Hamburg sind es Finished Goods, Miscellaneous, Returns und Trading Goods. Was Sie hier auch erkennen, ist, dass diese Lagerorte immer die gleichen technischen Kürzel haben. Der Lagerort Finished Goods hat sowohl in Hamburg als auch in Heidelberg das Kürzel FG00. So, und an dieser Stelle nochmal zur Verdeutlichung würde ich jetzt in unsere Grafik auch nochmal annotieren, wie das technische Kürzel der verschiedenen Lagerorte in den einzelnen Standorten ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Heidelberg angucken, da ist das technische Kürzel für die Rohstoffe Raw Materials, RM00. Die Halbfabrikate ist SF00 und die Fertigerzeugnisse haben das technische Kürzel FG00. Wenn wir auf das Werk in Hamburg gucken, dort gibt es eben nur Handelswaren, TG00, und Fertigerzeugnisse FG00. Ja, und auch hier erkennt man jetzt wieder, dass das technische Kürzel hier und hier das gleiche ist. Jedoch handelt es sich dabei um unterschiedliche Lagerorte. Die Lagerorte sind jeweils einem Werk zugeordnet.
und wir werden sehen, die Bestandsführung erfolgt auf Ebene der Werke und somit gibt es eben in dem Lagerort Finished Goods in Heidelberg einen anderen Bestand als in dem Lagerort Finished Goods FG00 in Hamburg. Insbesondere sind das unterschiedliche Lagerorte. Das sind die Organisationsdaten, die Sie schon kennengelernt haben. Die haben wir alle schon im Rahmen der Komponente Vertrieb gesehen. Was jetzt noch hinzukommt an Organisationsdaten sind die Einkaufsorganisation und die Einkäufergruppe. Diese sind in folgender Grafik dargestellt. Was die Grafik zeigt, ist, dass wir auch hier wieder die obersten Ebene der Organisationsstruktur sehen. Wir sehen den Mandanten, den Buchungskreis und das Werk. Jedoch ist jetzt nicht mehr der Lagerort abgebildet, weil Einkäufergruppe und Einkaufsorganisation sich nicht auf Lagerorte beziehen, sondern eben nur auf Werke. Was diese Grafik versucht darzustellen, ist, dass eine Einkaufsorganisation entweder zentral agieren kann für den kompletten Konzern oder dass es eben Einkaufsorganisationen für einen Buchungskreis geben kann oder sogar Einkaufsorganisationen für ein Werk. Welche Einkaufsorganisationen in dem SAP-System abgebildet sind, hängt davon ab, wie das Unternehmen im Einkauf organisiert ist. Unser Beispiel Unternehmen Global Bike ist so organisiert, dass es eine Einkaufsorganisation für Deutschland gibt und eine Einkaufsorganisation für USA. Es gibt auch eine zentrale Einkaufsorganisation, diese ist jedoch in dem SAP-System nicht abgebildet. Zu den Einkaufsorganisationen sind jeweils noch Einkäufergruppen zugeordnet. Hiermit könnte man die Einkaufsorganisation nochmal weiter unterteilen. In unserem Beispielunternehmen ist das nicht gemacht. Wir haben eben genau eine Einkäufergruppe für Europa, die der Einkaufsorganisation DE zugeordnet ist, und eine Einkäufergruppe Nordamerika, die der Einkaufsorganisation US zugeordnet ist. Auf weitere Details der Organisationsdaten möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Alles das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, finden Sie auch nochmal in den Folien zusammengefasst. Aber wie gesagt, es kommt nicht mehr so viel Neues hinzu. Als nächstes schauen wir uns jetzt die Stammdaten der Komponente Materialwirtschaft an. Das werde ich wieder hauptsächlich im SAP-System machen und Ihnen direkt die Stammdaten in den entsprechenden Transaktionen zeigen. Bevor wir das tun, als erster Schritt jedoch eine Folie zum Einstieg. Was wir in dieser Folie jetzt sehen, ist zum einen die Liste der Stammdaten auf der rechten Seite. Das sind Materialien, Lieferanten, Einkaufsinfosätze, Konditionen und Nachrichten. Die hatten wir auch schon in dem Miro-Board erarbeitet. Auf der linken Seite der Folie sehen Sie eine klassische Bestellung in der Komponente MM, also eine Lieferantenbestellung. Warum habe ich Ihnen jetzt diese Folie nochmal aufgelegt? Die Folie zeigt aus meiner Sicht sehr schön, wie die Stammdaten verwendet werden in Bewegungsdaten, wie also die Stammdaten verwendet werden, um einen Prozess durchzuführen. Was wir jetzt hier eben sehen in dieser Bestellung, ist zum einen, dass es sich um eine Bestellung handelt, die an einen bestimmten Lieferanten geht. Also wir finden hier den Lieferanten. Außerdem bezieht sich die Bestellung auf verschiedene Materialien. In diesem Falle geht es hier um ein Kettenschloss. Also in der Bestellung finden wir die Materialien wieder. Wie ich schon erwähnt hatte, stellt der Einkaufsinfosatz eine Beziehung zwischen dem Lieferanten und dem Material her. Den sehen wir hier nicht explizit, aber entweder wird er im Hintergrund angelegt oder er war die Ursache dafür, dass überhaupt dieser Lieferant gewählt wurde. In diesem unteren Bereich sehen wir, gibt es auch wieder so ein Kalkulationsblatt, das eben Konditionen enthält. Die Einkaufskonditionen in diesem Fall für das Material bei einem bestimmten Lieferanten. Und das Einzige, was wir an Stammdaten hier in diesem Übersicht nicht sehen, sind die Nachrichten. Die Nachrichten sind ja, die Informationen, der Aufbau der Informationen, die an die Lieferanten gesendet werden. Also zum Beispiel, wie sieht eine Bestellung aus bei einem Lieferanten, in diesem Falle mit West Supplies.
Als nächstes analysieren wir jetzt die Stammdaten, die für die Komponente Materialwirtschaft relevant sind. Den Anfang macht das Material. Wo finden wir das? Im Navigationsbaum unterhalb der Logistik finden wir den Ordner Materialwirtschaft und in dem Ordner Materialwirtschaft finden wir die ganzen Transaktionen, die für die Komponente Materialwirtschaft relevant sind. Unterhalb des Materialstamms gibt es die Transaktionen für den Materialstamm. Wir werden jetzt hauptsächlich die Transaktionen im Bereich Material, und zwar anlegen, ändern, allgemein verwenden. Den Unterschied sehen Sie schon hier, wenn ich das aufklappe. Anlegen Spezial enthält Transaktionen, bei denen dann die entsprechenden Sichten schon eingeschränkt sind, um zum Beispiel einen Rohstoff oder ein Fertigerzeugnis anzulegen. Transaktion zum Anlegen allgemein kann auch verwendet werden, um einen Rohstoff oder ein Fertigerzeugnis anzulegen, enthält aber eben alle Sichten. Als erstes werden wir jetzt ein Material anzeigen. Deshalb gehen wir in den Bereich Anzeigen und Sie sehen auch hier wieder, dass die Nomenklatur durchgezogen ist. Die Transaktion zum Anzeigen von einem Material endet mit der Zahl 3. Was Sie hier vielleicht sehen oder was Ihnen vielleicht aufgefallen ist, ist, dass es ein Anzeigen zum aktuellen Stand und ein Anzeigen zu einem Stichtag gibt. Was ist die Ursache dafür? Das Stammdatum Material ist sehr zentral in allen Prozessen und ist auch gewissen Änderungen unterlegen. Zum Beispiel kann sich ändern, wie ein Material verpackt ist, welche Konditionen für ein Material gelten sollen oder wie das Material gelagert wird. Wichtig ist dabei, dass man diese Änderungen vielleicht heute schon einpflegen will in das SAP-System, die dann aber erst in der Zukunft, nächsten Monat oder übernächsten Monat, gültig werden. Und so gibt es Änderungstransaktionen, die es ermöglichen, Daten in die Zukunft zu ändern. Und um diese Änderungen nachzuvollziehen oder nachvollziehbar zu machen, gibt es jetzt auch Transaktionen, die anzeigen, wie das Material zu einem bestimmten Stichtag in der Vergangenheit zum Beispiel ausgesehen hat. Mit dem aktuellen Stand sehen wir, wie das Material zum jetzigen Zeitpunkt aussieht. Mit dem Anzeigen zu einem Stichtag können wir einen Stichtag in der Vergangenheit wählen und uns den Materialstammsatz zu diesem Zeitpunkt anschauen. Wir werden jetzt ganz normal das Anzeigen des Materials zum aktuellen Stand verwenden. Ich werde allerdings jetzt ein anderes Material verwenden. Ich verwende jetzt das NIPET 1000. Der Grund dafür ist, dass sich bei diesem Material um ein Material handelt, das fremdbeschafft ist, also nicht von dem Unternehmen selbst hergestellt wird. Und da sehen wir insbesondere dann auch die Einkaufsdaten, die wir vorher nicht gesehen haben. So, jetzt muss ich wieder die Sichten auswählen. Ich wähle die Grunddaten aus. Ich wähle insbesondere auch den Einkauf aus, die Dispositionsdaten und Buchhaltung und Werksbestand. Wie immer muss ich jetzt die Organisationsebenen wählen. Das ist dieses Mal das Werk in Heidelberg in Hamburg und das Handelsjugendlager Trading Goods. So, die Grunddaten haben wir schon gesehen. Da kommt jetzt nicht mehr Neues hinzu. Wenn ich jetzt eine Handelsware auswähle, die sind eben noch gleich. Von daher wechseln wir jetzt mal auf die Einkaufssicht. In der Einkaufssicht sehen wir jetzt die Daten für dieses Material in Bezug zu den Einkaufsorganisationsdaten. Man sieht zum Beispiel hier, dass dieses Material beim Werk Hamburg der Einkäufergruppe E00, das ist die Einkäufergruppe für Europa, zugeordnet ist. Und darüber ist dann zum Beispiel gesteuert, welcher Einkäufer oder Einkäufergruppe für den Einkauf dieses Material verantwortlich ist. Ansonsten gibt es hier noch weitere Daten, die den Einkauf betreffen, wie zum Beispiel Einkaufswerte oder Wareneingangsbearbeitungszeit, die wir auch später noch mal an einer anderen Stelle sehen werden. Auf die gehen wir jetzt nicht weiter ein. Die sind in unserem System sowieso
für keines der Materialien gepflegt. Damit kann man nochmal detailliert ja, bestimmte Prozessparameter im Einkaufsprozess steuern, geht aber über den Rahmen unserer Vorlesung hinaus. Damit sind wir auch schon bei den Dispositionsdaten. Die Dispositionsdaten sind jetzt dafür verantwortlich zu entscheiden, wie Materialien disponiert, in diesem Fall beschafft werden. Den ersten Teil hier kennen wir schon, das sind einfach die allgemeinen Daten, die wir auch zuvor schon gesehen haben, zum Beispiel in den Grunddaten. Neu hinzukommt jetzt hier ein ABC-Kennzeichen, zum Beispiel mit dem man Materialien in so eine ABC-Klassifikation einordnen kann. Wir sehen auch hier wieder die Einkäufergruppe, die hier nochmal wiederholt wird. Also das haben Sie sicher schon gemerkt. Manche Daten werden in verschiedenen Bildschirmen dargestellt, sodass man sich nicht immer nur auf einem Bildschirm diese Informationen wiederfindet, sondern sie eben im Kontext, da wo sie benötigt werden, vorhanden sind. Was wir uns jetzt hier anschauen werden, ist das Dispositionsverfahren. Das Dispositionsverfahren wird gesteuert insbesondere vom Dispositionsmerkmal. Das Dispositionsmerkmal, das jetzt hier ausgewählt ist, ist PD für plangesteuerte Disposition. Wenn wir uns jetzt mit der F4-Hilfe anschauen, welche Dispositionsmerkmale es gibt, dann sehen Sie, das ist eine ganze Reihe. Auf die unterschiedlichen Dispositionsverfahren gehen wir nicht im Detail ein. Es gibt drei große Blöcke, die für Sie wichtig sind. Das ist zum einen die Leitteileplanung, die insbesondere für Materialien verwendet wird, die im Prozess der Produktion eine große Wichtigkeit haben. Die werden getrennt geplant, getrennt disponiert. Dann gibt es die plangesteuerte oder auch deterministische Disposition, die rechnet mit exakten Mengen, die aus der Nettobedarfsplanung kommt. Nettobedarfsplanung werden wir noch sehen, wenn wir uns das Modul Produktionsplanung anschauen. Das ist auch die Dispositionsart, die hier ausgewählt ist. Und der dritte große Block, das sind die verbrauchsgesteuerten Dispositionen. Das Verfahren, da wird eben mit historischen Verbräuchen oder da werden historische Verbräuche verwendet, um eine Vorhersage über den zukünftigen Verbrauch zu treffen und eben entsprechend die notwendigen Mengen zu beschaffen. Relevant für die Dispositionsverfahren sind verschiedene Parameter. Wenn wir uns jetzt insbesondere diese plangesteuerte oder deterministische Disposition angucken, dann kommen da so Parameter wie die Losgrößendaten mit rein. Die Losgrößendaten sehen wir hier in einem großen Block. Und man erkennt hier verschiedene Parameter, mit denen wir eben steuern können, in welchen Mengen ein Material beschafft wird. Bei diesem Material ist jetzt die exakte Losgrößenberechnung ausgewählt. Also es wird exakt die Menge beschafft, die auch an Bedarf, zum Beispiel aus der Nettobedarfsplanung besteht. Es gibt natürlich aber auch andere Verfahren, wie zum Beispiel ja, sowas wie eine Tageslosgröße oder eine feste Losgrößenberechnung oder verschiedene andere Verfahren. Auch die schauen wir uns nicht im Detail an. Parameter, die wir uns anschauen werden, ist zum Beispiel Mindest- und Maximallosgröße. Ja, damit kann ich eben steuern, dass eine bestimmte Menge von einem Material immer mindestens bestellt wird. Ein gutes Beispiel ist dafür sowas wie eine Schraube. Ja, dann kommt vielleicht aus der Nettobedarfsrechnung ein Bedarf von 100 Stück, aber die wird eben immer nur in 500er Paketen bestellt. Und sowas könnte ich über so eine Mindestlosgröße hier steuern. In den anderen Dispositionssichten finden wir noch weitere Informationen, die mit der Disposition eben zusammenhängen. Unter anderem auf der Dispositionssicht 2 die Beschaffungsart. Die Beschaffungsart ist für dieses Material F, das ist fremdbeschafft. Insgesamt gibt es 4 verschiedene Beschaffungsarten, die wir hier über die F1-Hilfe sehen können. Das ist Eigenfertigung für alle Materialien, die in dem Unternehmen hergestellt werden, Fremdbeschaffung, Materialien,
die von Lieferanten beschafft werden. Es gibt außerdem noch keine Beschaffung und beide Beschaffungsarten. Bei beiden Beschaffungsarten wäre dann eben sowohl die Fremdbeschaffung als auch die Eigenbeschaffung möglich. Diese Handelsware, die wir hier sehen, ist eben fremdbeschafft, das heißt, sie wird von einem Lieferanten bezogen. Im Zusammenhang mit der Beschaffung steht die Terminierung. Den Block Terminierung sehen wir hier unten. Bei der Terminierung erkennen wir zwei wichtige Werte. Das ist zum einen die Planlieferzeit und die Wareneingangsbearbeitungszeit. Daraus wird im Rahmen der Terminierung zum Beispiel von einem Kundenauftrag berechnet, wie lange es dauert, eine Menge von einem bestimmten Material zu beschaffen. Also hier sehen wir, Planlieferzeit ist ein Tag, Wareneingangsbearbeitungszeit ist 0 Tage. Das sind die Werte, die für die meisten Materialien in unserem Beispielsystem hinterlegt sind. Die sind natürlich nicht realistisch. Das heißt, wir könnten immer innerhalb eines Tages eine beliebige Menge des Materials beschaffen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, das zu verstehen. Das SAP-System geht an dieser Stelle davon aus, dass immer eine beliebige Menge eines Materials beschafft werden kann. Also im Rahmen der Terminierung wird immer angenommen, eine beliebige Menge kann beschafft werden. Das ist natürlich nicht realistisch. Ja, bei einer sehr großen Menge von einem Lieferanten beschafft werden müsste, ist das gegebenenfalls nicht realistisch, aber das ist eben die Annahme, die hier getroffen wird. Das können Sie auch einfach selbst austesten. Ja, wenn Sie einen Kundenauftrag anlegen für zum Beispiel 100 von diesen Knieschützern, werden Sie genau dieselbe Terminierung im Ergebnis erhalten, als wenn Sie einen Kundenauftrag anlegen, in dem halt 10.000 enthalten sind. Auf der Dispositionssicht 3 ist jetzt nochmal ein weiterer Terminierungsparameter zu sehen. Das ist nämlich die Verfügbarkeitsprüfung. Das sehen wir in dem Block hier unten. Und die Parameter, die in der Verfügbarkeitsprüfung hinterlegt sind, die sind eben für Materialien relevant, die produziert werden. Man sieht hier insbesondere die Gesamtwiederbeschaffungszeit. Und das ist die Zeit, die für ein Material, das eigengefertigt wird, benötigt wird, um es nach Auflösung aller Stücklisten herzustellen. Man sieht auch hier, dass die Wiederbeschaffungszeit von 0 Tagen hinterlegt. Das ist für eine Handelsware natürlich okay, weil die Handelsware vom Lieferanten beschafft wird. Für ein Material, das eigengefertigt wird, wäre das falsch. Ja, und in der Dispositionssicht 4 kommen noch weitere Detailparameter, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen würden. Damit kommen wir zu den Buchhaltungsdaten. In den Buchhaltungsdaten sehen wir wieder eine Wiederholung der allgemeinen Daten, die wir vorher schon gesehen haben. Teilweise sowas wie eben die Basismengeneinheit hier oder die Sparte, die haben wir sicher auch schon mal woanders gefunden. Was hier relevant ist, sind die Daten, die benötigt werden, um den Materialbestand in der Buchhaltung zu bewerten. Das Ganze sehen wir in dem Block Aktuelle Bewertung. Und hier finden sich eine Reihe von Werten. Also hier sehen wir die Bewertungsklasse. Die Bewertungsklasse ist dafür zuständig, dass zum Beispiel bei Warenbewegungen die korrekten Sachkonten bebucht werden. Das geht über den Inhalt unserer Vorlesung deutlich hinaus. Von daher sei das an der Stelle nur mal kurz erwähnt. Spannend ist hier eben die Preissteuerung. Im Bereich der Preissteuerung gibt es zwei Varianten. Es gibt einen Standardpreis und es gibt einen gleitenden Preis. Also Standardpreis und gleitenden Durchschnittspreis. Für dieses Material ist jetzt in der Preissteuerung der gleitende Durchschnittspreis ausgewählt. Der aktuelle gleitende Preis ist 37,5 US-Dollar. Was heißt das? Bei einem gleitenden Preis ist das so, dass sich der Preis immer dann ändert, wenn zum Beispiel ein Material zu einem neuen Preis beschafft wird. Bei einem Standardpreis hingegen, der ist jetzt hier 0, weil eben die Preissteuerung gleitender Durchschnittspreis ausgewählt ist. Beim Standardpreis ist der Preis für eine bestimmte Periode festgelegt.
Wie genau der gleitende Durchschnittspreis berechnet wird, das werden wir noch sehen, wenn wir uns die Details zur Materialwirtschaft angucken. An der Stelle erstmal nur, dass es die beiden Varianten der Preissteuerung gibt. So, und damit sind wir schon fast durch die Sichten, die relevant sind. Es bleibt jetzt eben noch die Sicht Werksbestand, möchte ich Ihnen nochmal zeigen, um auch nochmal zu verdeutlichen, dass nicht alle Daten, die jetzt in so einem Bildschirm angezeigt werden, auch wirklich immer Daten des Stammdatenobjekts sind. In diesem Fall zum Beispiel des Materialstamms. Auf diesem Bildschirm Werksbestand werden eben die Bestände eines bestimmten Materials in einem Werk, in dem Fall das Werk in Hamburg, dargestellt. Der Werksbestand hier ist jetzt nach verschiedenen Bestandsarten aufgeteilt. Das sehen wir hier unten. Wir sehen, in dem Werk in Hamburg ist der Bestand dieser Knieschoner 0. Aber was wichtig ist hier zu verstehen, ist, dass die Daten an dieser Stelle nur angezeigt werden. Ja? Also der Bestand ist nicht das gleiche wie das Stammdatum Material, sondern der Bestand ist ein Bewegungsdatum, bezieht sich auf ein Material in einem Werk, ändert sich permanent und er wird an dieser Stelle nur angezeigt. Um Ihnen das zu verdeutlichen, öffne ich jetzt eben einfach nochmal ein anderes Material. Ich verwende jetzt wieder ein Material, von dem ich weiß, dass es Bestände gibt. Das ist das Material DXDA 1000. Ja, wir schauen uns jetzt nur die Werksbestandssicht an und wählen jetzt das Werk in Heidelberg. In dem Werk in Heidelberg gibt es jetzt einen Bestand. Wir haben 120 Fahrräder im frei verwendbaren Bestand. Aber das ist an dieser Stelle eben nur die Darstellung dieser Information. Das ist keine Information, keine Daten, die zum Stammdatum-Material gehören. Das kann man sich auch nochmal vergegenwärtigen, wenn wir die Transaktion zum Materialbestand ausführen. Das ist jetzt eben die Materialbestandstransaktion MMBE, die Sie mittlerweile auch schon mehrfach verwendet haben. Und da sieht man jetzt auch wieder diesen Bestand unseres Werkes in Heidelberg. Den finden wir nämlich hier auf der Lagerortebene und im Werk aggregiert. Ja, und das beweist Ihnen jetzt nicht, dass das die Daten nicht zum Stammdatum Material gehören, aber daran kann man das ein Stück weit erkennen. Also das ist eben jetzt, hier werden uns Bewegungsdaten angezeigt und somit sind das keine Stammdaten, die zu dem Stammdatum Material gehören. So viel erstmal zum Materialstamm. Jetzt gucken wir uns noch weitere Stammdaten der Komponente Materialwirtschaft an. Diese finden wir unter Materialwirtschaft, jetzt Einkauf und dort Stammdaten. Das erste, was wir uns anschauen noch, ist der Einkaufsinfosatz. Einkaufsinfosätze kann ich über verschiedene Parameter auswählen. In dem System hier, in dem Sie jetzt noch nicht viel gearbeitet haben, gibt es nur wenige Einkaufsinfosätze. Ich wähle jetzt mal direkt einen aus, den ich vorher schon mal ausgesucht habe. Das ist nämlich dieser Einkaufsinfosatz. Wir sehen jetzt die allgemeinen Daten des Einkaufsinfosatzes und was der Einkaufsinfosatz ja darstellt, ist die Beziehung zwischen einem Lieferanten und einem Material. Ja, und wir sehen, das ist jetzt der Einkaufsinfosatz, der uns zeigt, die Beziehung zwischen dem Lieferanten mit einer bestimmten Nummer und einem Material mit einer bestimmten Nummer. Zu dem Einkaufsinfosatz gibt es jetzt hier allgemeine Daten, was wir aber gerne noch sehen würden, nämlich die eigentlichen Daten zum Einkauf, die fehlen. Hierfür müssen wir noch die Einkaufsorganisation auswählen. Das war in diesem Fall die Einkaufsorganisation US00. Und wenn wir jetzt eben wieder die richtige Organisationsebene ausgewählt haben, dann erkennen wir hier, dass es jetzt auch den entsprechenden Knopf gibt zu den Einkaufsorganisationsdaten. Und hier finden wir jetzt die Informationen zu
ja, Details dieses Einkaufsinfosatzes. Wir sehen nämlich eben Informationen wie Planlieferzeit, um welche Menge es sich gehandelt hat. Wir würden hier Informationen zu den Konditionen finden, die sind jetzt in diesem Einkaufsinfosatz. Für was wird der Einkaufsinfosatz benötigt? An der Stelle nochmal den Hinweis, der hat verschiedene Eigenschaften. Also das ist die Stelle, wo Sie Informationen im SAP-System hinterlegen können, die sich eben auf die Kombination Lieferant und Material beziehen. Das kann eben sowas sein wie bestimmte Toleranzen. Ja, hier sehen wir die entsprechenden Parameter dafür. Toleranzen für eine Unterlieferung oder für eine Überlieferung. Also wie lange tolerieren Sie noch eine Bestellung, wenn die Menge nicht genau der Bestellmenge entspricht, die Sie bei dem Lieferanten geordert haben. Es muss ja eine Stelle geben, wo die Qualität dokumentiert werden kann. Ja? Also wie viel Prozent der Materialien, die geliefert wurden, sind vielleicht Ausschuss. Sowas alles finden Sie im Einkaufsinfosatz. Oder dafür ist der Einkaufsinfosatz geeignet, um diese Daten zu speichern. Man kann in einem Einkaufsinfosatz zum Beispiel dann auch so eine Preisentwicklung des Lieferanten sehen. Wir können hier irgendwie über Zusätze, im Umfeld findet sich das Bestellpreisentwicklung. Ja, wir sehen jetzt hier, dass die Bestellpreisentwicklung, die ist relativ schlicht. Also es geht hier nur um eine Bestellung, für die dieser Einkaufsinfosatz relevant war. Da war eben der Nettopreis für das Material, um das es jetzt hier geht, 25 US-Dollar. Wir könnten uns jetzt auch die entsprechende Bestellung anschauen. Für was ist der Einkaufsinfosatz im Prozess relevant? Der wird herangezogen zur Bezugsquellenermittlung. Also von welchen Lieferanten kann ich bestimmte Materialien liefern? Im Praktikum, das Sie jetzt durchführen werden, also diese Fallstudie zu Materialwirtschaft, werden Sie sehen, dass es keinen Lieferanten im System gibt. Deshalb werden wir so eine Art Ausschreibung durchspielen. Ja, Sie schreiben verschiedene oder Sie fragen verschiedene Lieferanten an, pflegen die Angebotspreise und wählen einen Lieferanten aus. Häufig kennen Sie aber Lieferanten. Vielleicht haben Sie auch einen Standardlieferanten für ein bestimmtes Material in einem Unternehmen. Und das wird eben über den Einkaufsinfosatz gesteuert. Auch wie das funktioniert, schauen wir uns im Detail an, wenn wir uns die Prozesse im Einkauf nochmal detaillierter analysieren. Was uns dann an Stammdaten noch fehlt, ist jetzt schon mehrfach erwähnt worden, das ist der Lieferant. Ja, für den Lieferant gibt es wieder unterschiedliche Transaktionen. Das ist zum einen mal diese Transaktionen, die nur auf den Einkauf sich beziehen, sowas wie MK01, MK02, MK03. Und es gibt wieder die Transaktionen, die uns zentral alle Daten zu einem Lieferanten zeigen. Das ist jetzt eben XK01, XK02, XK03. Das ist genauso, wie Sie das kennen, schon von den Debitoren. So ist das auch bei den Lieferanten oder Kreditoren der Fall. Es gibt eben Transaktionen für einen Einkauf, die nur eine bestimmte Sicht der Daten liefert oder eben die zentrale Sicht, die alle Daten liefert. Die werden wir jetzt auch verwenden. Ich nehme auch diesen Kreditor, den wir die ganze Zeit schon benutzt haben, Olympic Protective Gear. Ja, und jetzt können wir uns wie immer die verschiedenen Daten auswählen, die wir sehen wollen. Wir sehen auch hier schon die verschiedenen Ebenen. Es gibt allgemeine Daten, es gibt Buchungskreisdaten und es gibt Einkaufsorganisationsdaten. Ich wähle das jetzt einfach mal alles aus. Deshalb muss ich auch die entsprechenden Organisationsdaten auswählen. Und jetzt sehen wir die Daten zu unserem Kreditor. Ja, zuerst die allgemeinen Daten und über das Menü springen. Können wir jetzt verschiedene, ne, Datenbereiche uns anschauen. Wir können zum Beispiel zu den Ansprechpartnern springen, die gibt es hier nicht. Oder wir könnten zu den Buchungskreisdaten, Kontoführung springen. Zwischen den verschiedenen Bildern kann man auch mit diesen Pfeilen hin und her navigieren. Ja, also Sie können dafür eben das verwenden, was für Sie am geeignetsten ist. Über das Menü springen, kommt man direkt zu den Daten. Ja, und analog, wie wir das auch schon bei den Debitoren gesehen haben, sind jetzt eben
die Daten, die für die verschiedenen Bereiche relevant sind, in den entsprechenden Sichten zu den Organisationseinheiten hinterlegt. Also zum Beispiel in den Einkaufsdaten finden wir jetzt hier sowas wie Zahlungsbedingungen. Also Zahlungsbedingungen könnten für verschiedene Einkaufsorganisationen bei dem gleichen Kreditor unterschiedlich sein. Ja, in den Buchungskreisdaten finden wir eben sowas jetzt wie Kontoführungsdaten und das sollte Ihnen auch schon wieder bekannt vorkommen. Wir sehen hier auch das Abstimmkonto. Ja, Sie erinnern sich, das Abstimmkonto ist dafür da, dass permanente Integration zwischen dem Nebenbuch und dem Hauptbuch stattfindet. Also wir werden sehen, wenn wir die Fallstudie analysieren im Rahmen von einer Rekapitulation, dass immer dann, wenn so ein Nebenbuchkonto des Kreditors bebucht wird, auch das entsprechende Abstimmkonto bebucht wird. Und das finden wir hier. An dieser Stelle möchte ich Ihnen schon einen ersten Einblick in die Fallstudie geben, die Sie im Rahmen der Materialwirtschaft jetzt durchführen werden. Sie sehen hier wieder die übliche Grafik. Sie sehen hier wieder die Grafik, die Ihnen zeigt, welche Belege im Rahmen der Fallstudie erstellt werden. Also das ist genau, wie Sie das aus der Komponente Vertrieb schon kennen. Sie führen einen Prozess durch. In dem Prozess werden zum Beispiel auch Stammdaten angelegt. Das ist jetzt hier die Sicht nur auf einen Ausschnitt dieses Prozesses, nämlich auf all diese Prozessschritte, die Belege anlegen. Im Rahmen der Fallstudie wird das in dem Moment starten, wo wir eine Bestellanforderung erzeugen. Ja, und Sie sehen hier, die Bestellanforderung bezieht sich jetzt wieder nur auf ein Modul, nämlich auf die Materialwirtschaft. Zuerst wird eine Bestellanforderung erzeugt. Aus der Bestellanforderung wird dann eine Lieferantenanfrage erzeugt. Genauer gesagt sogar drei Lieferantenanfragen. Zu diesen Anfragen werden dann Angebote erfasst. Diese Angebote werden bewertet, das beste Angebot wird ausgewertet und in eine Bestellung überführt. So, also aus einer Bestellanforderung, es gibt einen Bedarf für ein Material, der in der Bestellanforderung über die Komponenten transportiert wird, erfolgt eine Auswahl der Lieferanten, weil wir im System keine Lieferanten verfügbar haben, benötigen wir diese beiden Schritte. Das ist eben so eine Art Ausschreibung. Und nachdem ein Lieferant gefunden wurde, also nachdem eine Bezugsquelle jetzt ermittelt wurde, dann erfolgt die Bestellung bei dem Lieferanten und in den nächsten Schritten dann der Wareneingang, die Faktura und der Zahlungsausgang. Und an der Stelle sehen Sie auch wieder das, was wir schon aus der Komponente Vertrieb kennen, zum Beispiel, dass eine Warenbewegung, eben das Buchen eines Wareneingangs, jetzt nicht nur ein Beleg in der Komponente Materialwirtschaft, sondern auch im Finanzwesen erzeugt. Genauso sieht das aus, wenn wir jetzt die Rechnung des Lieferanten erfassen, eine Faktura anlegen, dann haben wir eben eine Kreditorenrechnung im FI und in der Komponente Materialwirtschaft. Und schlussendlich das Buchen des Zahlungsausgangs bezieht sich dann nur auf die Komponente FI. Das ist das, was Sie jetzt im Rahmen der Fallstudie durchspielen werden. Und Details schauen wir uns dann in dem nächsten Video. Und Details dazu schauen wir uns im nächsten Video an und werden das auch nochmal sehr detailliert in Form einer Rekapitulation analysieren. Bis dahin, auf Wiedersehen und bis bald.